So, schauen wir noch mal auf das Videotreffen von gestern. Daniel Franz steht vor dem Kanzleramt. Also die Kanzlerin diplomatisch trocken, wie immer nach solchen Treffen, aber sehr viel emotionaler dürfte es bei dem Treffen selbst zugegangen sein. Ja, das versucht man natürlich nach außen ein wenig herunterzuspielen, aber da hat es wohl kräftig gekracht. Das hat mit zwei Sachen zu tun. Zum einen sind es die Länder offensichtlich satt, vom Kanzleramt einen Plan vorgelegt zu bekommen, den sie dann quasi nur noch abnicken dürfen oder nur noch an Details herumschrauben dürfen, sondern sie wollen eben selbst die Linien bestimmen. Das war in den vergangenen Monaten eben nicht so. Da hat das Kanzleramt ja die Führung übernommen. Also da stellen sich die Länder jetzt quer. Sie wollen da deutlich mehr mitreden. Das ist das eine. Ja, und zum anderen, ja, geht es auch darum, dass hier grundsätzlich unterschiedliche Herangehensarten deutlich werden. Also die Kanzlerin, die hier mit einem sehr kühlen, ja, wissenschaftlichen Blick auf die Zahlen guckt und dann ad hoc reagieren will, auch mit harten Maßnahmen. Also beispielsweise, was im Beitrag ja schon anklang, dass Schüler mit einem Schnupfen im Winter schon zu Hause bleiben soll. Ja, das mag natürlich aus infektiologischer Sicht sinnvoll sein, aber jeder, der Kinder hat, weiß, wie häufig sowas passiert. Das würde bedeuten, die Kinder sind vielleicht die Hälfte der Zeit im Winter zu Hause. Das ist nicht wirklich praktikabel, das muss man auch sagen. Ja, und die Länder eben, die vielleicht ein bisschen mehr die Sorgen und Nöte der Bürger auch im Blick haben und eben auch kommunikativ die Maßnahmen etwas klarer darstellen wollen, den Bürgern da mehr an die Hand nehmen wollen, sozusagen auch die längere Perspektive sehen. Ja, und deswegen gab es eben auch grundlegende Kritik, beispielsweise aus dem hohen Norden von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Hören wir mal rein. Es ist üblich zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten, dass wir Dinge, die wir gemeinsam beschließen wollen, auch vorher beraten. Und das heißt nicht, dass man nicht auch unterschiedlicher Meinung sein kann, aber dass über Nacht ein Vorschlag, ein Papier verschickt wird, wo Vorschläge drinstehen, wie zum Beispiel die bundesweite Maskenpflicht, wo gar nicht alle Länder mitmachen können und müssen, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, ist natürlich schwierig, denn heute Morgen sind viele Familien aufgewacht und haben natürlich schon in den Nachrichten gelesen, wie wir werden Einschränkungen bekommen beim Unterricht, wir werden Maskenpflicht bekommen und waren darüber wurde diskutiert. Und ich bin immer der Meinung, man sollte erst die Maßnahmen beraten, gemeinsam beschließen, um dann eben auch der Bevölkerung gemeinsam Orientierung zu geben. Und ich halte es auch nicht für richtig, alle 14 Tage Einzelmaßnahmen zu beschließen, sondern wir haben jetzt die Maßnahmen für November und sollten, wie wir es der Bevölkerung von Anfang an gesagt haben, Ende November, das ist dann schon Mitte nächster Woche, ein Gesamtkonzept für Dezember und Januar vorschlagen. Um das nochmal klarzustellen, wir haben es hier natürlich mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Das zur Korrektur. Ja, das kann schon mal passieren. Ich meine, es ist kurz nach sieben in Deutschland, Daniel. Aber lass uns nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Der Karl Lauterbach, das ist ja der Gesundheitsexperte der SPD. Und der hat richtig viel Ahnung vom praktischen Schulbetrieb in Deutschland. Der weiß, wie es funktioniert. Und hat jetzt gesagt, lasst uns doch einfach die Klassen teilen und viele andere Dinge machen. Ob das praktikabel ist, hat er leider scheinbar im Vorfeld nicht erarbeitet. Und das ist genau das Problem auch teilweise in den Ländern, die sagen, was wollt ihr eigentlich? Das kriegen wir doch gar nicht hin. Genau, das war der große Konflikt, der hier auch ausgetragen wurde hinter mir im Kanzleramt. In der Tat geht es darum, dass die Länder natürlich die Vorschläge der Experten und Infektiologen hören, also beispielsweise Klassenteilung, aber eben auch sagen, wie schwierig das dann in der praktischen Umsetzung ist. Es sind ja nicht nur Infektiologen, auch die Bildungsgewerkschaft sagt, man müsste hier mehr tun an Schulkonzepten. Das mag ja auch richtig sein, aber der Teufel steckt da eben im Detail. Deswegen hat man sich ja auch noch mal eine Woche längere Beratungen ausbedungen. Und es geht natürlich schon darum zu gucken, wie können wir unter den jetzigen Infektionsbedingungen den Schulunterricht gestalten, auch wenn die Zahlen eben steigen. Man sieht es ja in den Schulen, dass da vermehrt Fälle auftreten, dass mehr Schüler in Quarantäne sind, aber auch Lehrer. Wie kann man dafür sorgen, dass der Unterricht dann eben nicht in Massen ausfällt? Ja, ein Wechsel wurde vorgeschlagen zwischen Online- und Präsenzunterricht. Das ist das eine. Das andere eben die Klassen zu teilen, aber dafür fehlt eben das Personal. Also das Thema Schule, das war natürlich hier ein sehr großes, und dazu hat sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geäußert. Wir werden in den Schulen sehen müssen, wie wir in den unterschiedlichen Altersgruppen reagieren. Grundschulen sind anders als weiterführende Schulen. Berufsschulen, Oberstufen sind anders als Viert- und Fünft- und Sechstklässler. Hier werden wir flexibel auch nach Inzidenzwerten
in den jeweiligen Kreisen entscheiden. Auch das haben wieder die ostdeutschen Kollegen und andere deutlich gemacht. Wenn bei Ihnen die Inzidenzwerte zum Teil sich der 50 nähern oder drunter sind, muss man die Frage anders beurteilen, als wenn die Inzidenzwerte sehr hoch ist. Markus Söder hat aus dem Berchtesgadener Land berichtet, wo die Werte sehr hoch waren. Da mussten Maßnahmen auch für Schulen getroffen werden. Und deshalb ist das abhängig vom Infektionsgeschehen in den Ländern. Also ich weiß ja nicht, Daniel, wie deine Corona-App so arbeitet. Meine auf meinem Handy ist ziemlich launisch, ja. Die resettet sich manchmal oder will nicht mehr mitspielen. Da muss man wieder von vorne anfangen. Das ist ja auch Thema gewesen gestern eben bei diesem Treffen. Ja, natürlich. Die Details, die wurden auch besprochen. Es wurde ja die Corona-App, als sie denn fertig war und zur Installation bereitstand, gelobt, dass es jetzt quasi ein ganz wichtiges Tool sei, um die Pandemie zu bekämpfen. Ja, jetzt hat sich herausgestellt, so viel kann man damit offensichtlich nicht anfangen. Zumindest fehlen eben den Gesundheitsämtern die Daten. Das Ganze beruht eben auf Freiwilligkeit. Das Ganze hat ja mit Datenschutz zu tun. Aber wenn man das Ganze natürlich etwas praktikabler gestalten, man möchte es eben auch so gestalten, dass mit den Daten auch schneller reagiert werden kann, dass beispielsweise Labore besser angeschlossen werden, dass aber eben auch Daten an Gesundheitsämter gehen, die dann eben damit auch schneller arbeiten können. All das war auch Thema, da muss nachgearbeitet werden, aber natürlich in diesem technischen Bereich, das wird nicht sein, was jetzt auf die Schnelle geht, aber zumindest versucht man jetzt auf Länderseite da eine Abstimmung hinzukriegen, um dann eine gemeinsame Stoßrichtung zumindest zu finden, um dann diese Vorgaben eben weiterzureichen. Aber das ist wohl noch ein langer Weg, bis die Corona-App wirklich verbessert werden kann. Die Bundeskanzlerin hat eben schon auf die App auch hingewiesen. Und noch einmal, ich weiß, es gibt viel Kritik auch an dieser App, aber sie wird von sehr vielen Menschen genutzt und immer besser genutzt. Und sie ist ein wichtiger Baustein, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein wichtiger Baustein, um zu sensibilisieren und warnen. Und sie wird weiterentwickelt. Sie wird jetzt in den nächsten Wochen mit 3 zusätzlichen Funktionen auch freigeschaltet. Und wir haben heute das Thema schon angesprochen, was wir nächste Woche auch noch mal aufgreifen wollen. Ob wir nicht weitere Funktionen und Vernetzungsmöglichkeiten anbieten können, ob wir nicht den Betroffenen auch, wenn sie sich zum Beispiel haben testen lassen, ermöglichen wollen, dass sie gleich eine Funktion freischalten können, wo ihre Daten auch weitergegeben werden für weitere Kontaktnachverfolgung und alle Fragen, die dann mit einem positiven Testergebnis zusammenhängen. Also auch hier gibt es eine große Offenheit, sowohl auf Bundesseite wie auf Seiten der Länder ein immer besseres Angebot für die Bürgerinnen und Bürger machen zu können, auch um damit immer mehr Schutz und immer mehr Sicherheit zu ermöglichen. Tja, man muss wohl auch sagen, in der Bilanz, das ist wohl schon ein grundlegender Streit deutlich geworden, auch über die Einschätzung der jetzigen Maßnahmen, der Infektionszahlen, die wir sehen. Also einerseits das Kanzleramt, was hier ja deutlich noch Verschärfungen haben möchte, auch schnelle Verschärfungen. Und andererseits die Länder, die sehen, naja, die Zahlen, sie steigen zwar nicht mehr, aber sie bleiben jetzt ungefähr konstant. Und möglicherweise reicht das eben auch schon in einigen Ländern, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Also auch hier eine unterschiedliche Einschätzung und ich bin gespannt, ob es nächste Woche denn wirklich jetzt so diese einheitlichen Beschlüsse, die immer wieder jetzt angepriesen wurden, auch wirklich geben wird oder ob wir da nicht einen noch viel größeren Streit erleben werden. Daniel, recht vielen Dank fürs Kanzleramt.